Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf Holzer Map im Eichler-Business. Ja, wir holen doch gerade Maschinen zum Hof. Ja, hatte ich so überlegt, ne? Weil wir müssen ja hier noch ein bisschen was machen. Aber ich habe mich gewundert, warum die Kronepresse nicht hinter den Eicher geht. Ich kann die nicht anhängen, ne? Muss ich gleich mit dem Fergie holen oder was? Keine Ahnung. Aber das ging gar nicht. Keine Chance. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schade. Ja, wir haben ja einen Fergie. Wann ist denn so? Wie gesagt, erst mal Maschinchen noch zum Hof holen. Also ein Wagen. Oh nee. Oh, der nimmt mir meinen ganzen Schwung. Der netter Autofahrer. Jetzt brauche ich nicht mehr hochschalten. Der kommt schon so kaum in Quark mit dem Wagen. Aber weißt du, Svenny hat auch voll gut nachgedacht, ne? Drehschäme. Top Job, Svenny. Er hatte leichte Traktionsprobleme, wa? Habt ihr das gesehen? Er wollte doch nicht den Berg hoch. Hey, das ist... Ich weiß nicht, das macht einfach Spaß. Ganz ehrlich, das macht Spaß. Da habe ich ja voll Bock drauf auf sowas, ne? Wenn das nicht alles so funktioniert, wie das funktionieren soll. Mit vorn, weißt du, mit Schalten und so. Oh, boah, ey, das macht richtig Laune, Leute. Richtig genial. So, da müssen wir auch gleich zur... Ach ne, den Eich hatte ich umgefahren, ne? Wir müssten... Kalk streuen auch, ne? Aber ich darf den Miststreuer gleich nicht so voll machen, ne? Können wir die eine Wiese schon mal kalken? Genial, ne? Stell dir mal vor, der Wagen ist voll. Da kommst du nicht mehr im Berg hoch. Nicht mit der Möhre. Keine Chance. Ja, das ist... Das macht Spielen aus, ne? Dieses... Oh, nee. Klappt nicht immer so, wie es klappen soll. Ey, das finde ich total genial. Das ist für mich Spielspaß. Ja, wo stellen wir den Wagen hin? Am besten hier hinten irgendwo. Erstmal hier so hin. Lass mal da stehen. Eine Fläche hatte ich ja schon Bogenproben gezogen. Oh, wir haben gar keinen Kalkstreuer. Oder geht auf den kleinen Berg links Kalk drauf. Ach nee, ich muss in der Außenansicht. Svenny, gute Planung. Garage. Findet ihr, was ist Kalk, ne? Hey, wieso geht denn da alles drauf? Kalk finde ich nicht. Ja, probieren wir aus. Nee, da geht bestimmt kein Kalk drauf. Hier geht Kalk rein, ne? Ja, dann müssen wir damit kalken nachher. Ja, fahren wir damit los. Nützt nix, Leute. Ist ja nicht so, als wären wir hier bei armen Leute. Ja, du kommst auch gleich noch zum Einsatz, ne? Oh, wie ist schon mal eine Fläche gekalkt? Habe ich überhaupt ein Kaufsilo hingesetzt? Ne, habe ich noch gar nicht, ne? Muss ich noch. Ja, ja, ja. Nochmal Pause. C. P. Wir müssen ja unser Silo hier haben. Dass wir die Sachen kaufen können.
Kann ich jedes Mal bis nach unten eiern? Das geht nicht. Hallo, wo bist du denn? Hebe ich den Deppert? Ach, das ist unter Diverses, ne? Da. Oh nee, das passt ja jetzt wieder wie die Faust aufs Auge. Nicht. Hier so bei Nachbarn setzen wir das mal eben hin hier und so, ne? Hier so. Können ja nicht jedes Mal runterfahren, das ist ja schwachsinnig. Dann fahren wir uns ja zu Tode. Deswegen, das passt hier schon so hin, ne? Weil wir brauchen ja auch Heu und Mischration und Alltröd, ne? Was machen wir eher? Ne, nix Dünger. Hallo, Kalk. Mach voll die Bude. Oh, 26 Euro hat das gekostet. Jetzt bin ich pleite. Der Gras ist auch nicht kaputt gegangen. Perfekt, ja? Müssen wir bald plagen. Ist für Automatik drin? Nee, ist richtig. Das ziehst du ja wieder genial, ne? Nicht. Wo ist hier eine Wachstumsstufe durchgezogen? Du siehst ja gar nicht, wo du langfahren musst. Das kann ja heute werden. Das kannst du nur erahnen in letzter Zeit. Ey, bei dieser Pflanzendichte, das ist... Krass, ne? Aber man muss ja kalt drauf. Jetzt haben wir the big problem. Hier, das ist gar nichts. Keine Chance. Da geht aber ordentlich kalt weg, wa? Tut das an. Zerpollert hier, da haben wir aber auch noch, kriegen wir noch richtig Spaß. Können wir jetzt hier jetzt mal kalten? Bis wir hier einen vernünftigen pH-Wert haben. Ja, ungefähr hier so lang, ne? Was war da? Das wird nur lustig. Hier keine Chance, siehst du nicht. Das kannst du vergessen.
Na dann, Leute, ich glaube, da habe ich mir richtig was aufgeheizt. Na egal. Easy peasy. Gut, dass wir nicht so weit vorn brauchen. Wir können ja hier über unseren Gemüsegarten fahren. Paul, mach mal rein da. Mach voll die Bude. Svenny braucht er es. Was läuft, wa? Man könnte natürlich mit GPS und Eintritt, aber seht ihr auf dem Eicher hin GPS? Ich sehe doch gar nichts mit GPS. Deswegen müssen wir das so machen. Ah, geht alle. Das geht alle so. Mach an die Rummelbude. Mach mal Kalkemann und Söhne hier. Nee, ich sehe gar nichts. Nichts sehe ich. Richtig cool. Ja, ey. Das macht Laune, ey. Das macht wirklich Spaß, ey. Kann ich euch empfehlen. Svenny wird jetzt gleich noch ein, zwei Bogen... Ja, eine Folge müssen wir aber noch Bogenproben ziehen machen, ne? Dann geht gern ein Weg dran vorbei. Ich habe zwar gesagt, es kommt nicht jeden Tag, aber ich versuche jeden Tag eine Folge hier auch von zu bringen, ne? Also, müssen wir mal gucken, wie das sich entwickelt, da habe ich noch keine Ahnung. Hier kalkt ja gar nicht, der Donnerschlag. Ich vergesse immer, dass ich den gar nicht ausmachen brauche, ne? Der macht sich ja von alleine an und aus. Ist auch ein cooles Feature, ne? Ja, der Lepto! El Perfecto! So kann der Svenny arbeiten. Frisst nur ein bisschen viel Kalk, ey. Huh, brauchst du nicht ausmachen. Schon cool. Sprachsteuerung, geh aus. Geh aus. Guck, jetzt kaputt. Aber dass er an manchen Stellen keinen Kalk annimmt, ne? Da hinten in der Ecke habe ich ja auch Kalk hingebollert. Nichts ist passiert, ey. So, magst du jetzt ausgehen? Danke, lieber Kalkstreuer. So, mach weiter. Diese Sprachsteuerung. Ah! Perfekt. Das löbe ich mir. Echt richtig schickifoni. Geh mal aus. Hast du... Was ist jetzt los? Festgefahren oder was? Das ist hier ein Matschloch. Oh nee. Hoffentlich kommen wir da wieder raus. Ich habe eigentlich gesehen, dass da so eine matschige Stelle ist. Schickram, Leute. Voll festgebrackelt. Nee, das war eben schon so eine Maläste da, ne? Oh nee, wir müssen mal eben zu den Hof laufen. Laufen wir eben zu den Hof. Häng dich mal ab hier. Schickram, voll festgefroren. Ja, irgendwas ist immer, ne? Da denkst du, da hast du den Laden in den Griff und dann so wird. Schieben wir den eben raus, ne?
Das ist nicht das erste Mal, dass mir das jetzt passiert. Gut, dass wir einen neumodischen Schlepper haben, ne? Aber das geht auch nicht immer so, ne? Mit neumodischem Kram. Oh, ich habe noch Handbremse drin, ne? Muss ich eigentlich gleich rausmachen. Ich wusste schon, warum wir einen neuen Schlepper hier noch haben. Hauptsache, ich komme jetzt durch das Matschloch durch. So, Kollege, mach mal Handbremse raus. Das ist so, ne? Wenn du dann alleine mal laufen musst, ne? Handbremse raus. Ja, langsam Gang reinlegen und dann schieben. Jetzt habe ich den Fergie noch fast festgefahren hier. Ach, der hat die Handbremse drin. Sven, echt. Weil manchmal muss ich echt über mich staunen, ne? Guck mal, so vorne, ist ja lebensgefährlich. So, jetzt haben wir ihn raus. Hoffe ich. Jetzt habe ich ihn völlig festgefahren. Oh nee. Das fing ich schon wieder gut hier an. Die ist voll das Muttgeloch. Kannst du gar nicht fahren. Da ist ja gelacht. Wenn wir den dann nicht auch noch rauskriegen. Ist der da jetzt raus? Nee, der hängt glaube ich noch im Matsch, oder? Lass mal eben den Vögel hier stehen. Aber ich glaube, wir sind raus. Hahaha, Leute, Leute. Ich bin Svenny. Habt ihr das gesehen? Wie unelegant ich den da wieder rausgeholt habe. Aber die Folge ist, glaube ich, zu Ende, ne? So, liebe Leute, ich sag dann jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, ich bin echt über ein Däumchen freuen. Bin ja gespannt, ob das überhaupt von euch einer sieht, als ich den da rausgesprattelt habe. Ja, und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.